Hallo ihr Lieben, ich bin Usina und heute möchte ich ein kleines Beckenbodentraining mit euch machen. Wir wollen unseren unteren Rücken und unser Becken mobilisieren. Wir wollen den unteren Rücken, den Bauch und den Beckenboden kräftigen. Dieses Training eignet sich auch für frisch gebackene Mamas, da wir immer den Druck vom Beckenboden wegnehmen und die Bauchmuskelübungen, die wir machen, die aktivieren die schrägen Bauchmuskeln und zwar nur statisch und den Transversus, unseren Korsettmuskel, der alles stützt, der alles trägt, den wir alle brauchen. Für all die, die noch nie einen Beckenbodenkurs besucht haben, die mit dem Thema gar nicht so vertraut sind, habe ich unten in der Beschreibung eine kleine Zusammenfassung geschrieben über den Beckenboden, über die Anspannung der verschiedenen Schichten und so weiter und so fort. Dann könnt ihr euch einlesen und wir sparen uns hier die Zeit und können gleich loslegen. Alles, was wir jetzt noch brauchen oder was ihr vielleicht jetzt noch braucht, wäre eventuell ein Ball, wenn ihr sowas habt, ein Gymnastik, Redondo, Pilates Ball, wie auch immer die heißen, oder einfach ein Ball, der nicht so fest aufgepumpt und nicht zu groß ist. Wenn ihr keinen Ball habt, dann bastelt euch gerne so eine kleine Handtuchschnecke, die ungefähr so ein dickes Knie breit ist, weil wir werden den Ball oder diese Schnecke später zwischen die Oberschenkel klemmen. Ich benutze jetzt hier im Video den Ball, weil der ein bisschen einfacher zu handhaben ist. Die Schnecke könnte sich nämlich relativ schnell aufdrehen. Und dann braucht ihr vielleicht noch eine Decke, um den unteren Rücken ein bisschen zu erhöhen und um später die Knie zu polstern. Die Decke faltet ihr bitte so, dass ihr einen höheren und einen flacheren Teil habt. Wir werden den unteren Rücken hier drauflegen und dann kann der restliche Rücken einen schönen glatten Rutschbahnübergang in die Matte machen. Wenn ihr die Sachen noch holen müsst, dann drückt kurz Stopp. Und ansonsten begeben wir uns jetzt in die Rückenlage. Bitte nicht so abrollen, sondern gerne über die Seite in die Rückenlage legen. Dann haben wir nämlich weniger Druck auf den Bauch und den Beckenboden. Den Ball legt ihr neben euch, damit ihr ihn griffbereit habt in der Rückenlage. Und die Decke nehmt ihr euch auch neben euch, damit ihr die gleich unter den Popo schieben könnt. Komm in die Rückenlage, stell deine Füße auf, heb dein Becken einmal kurz an, sodass du die Decke mit dem höheren Teil unter den Popo legen kannst, unter den unteren Rücken. Und dann machst du dir bequem, dass du da wirklich einen schönen fließenden Übergang und keinen Knick im Rücken hast. Wenn du deine Position gefunden hast, dann stell deine Füße ungefähr hüftbreit auf, heb gerne nochmal den Kopf an, roll dein Kinn sanft zur Brust, mach den Nacken lang und dann beginnen wir damit, unser Becken zu kreisen. Das heißt, erstmal kreisen wir die Knie. Stopp. Wir holen die Knie zur Brust, legen die Hände auf die Knie und dann kreisen wir die Knie über rechts zu uns ran, über links von uns weg und schön ranziehen, den unteren Rücken lang machen. Und dann mit den Armen, mit den Beinen kreisen. Wechsel gern die Richtung. Lass den Atem fließen. Spür die Länge und die Lockerung im unteren Rücken. Und dann kommen wir zu Kreisen, in denen die Knie gegeneinander kreisen. Du ziehst das rechte Knie ran, du schiebst das linke Knie von dir weg und kreist über außen, bis die Knie wieder aneinander vorbeigleiten. Zweimal in die Richtung. Und dann wechseln wir auch hier die Richtung, kreisen und mit den Knien in der Hüfte rühren. Die Schultern sind locker, der Atem fließt. Und dann stellen wir die Füße eins nach dem anderen auf. Machst dir wieder bequem im unteren Rücken. Heb die Hände an und reib einmal fest die Handflächen gegeneinander, sodass die Hände richtig schön warm werden. Und wenn deine Handflächen warm sind, dann legst du die warmen Hände auf den unteren Bauch. Gerne Zeigefinger und Daumen aneinander legen und dazwischen den Bauchnabel. Die Zeigefinger zeigen Richtung Schambein. Und du lässt die Wärme deiner Hände in deinen Bauch sickern. Und du atmest in die warmen Hände ein. Und dann lässt du die warmen Hände in deinen Bauch sinken, wenn der Atem wieder ausströmt. Gönn dir noch zwei Atemzüge bis in den Bauch. Ein letzter genüsslicher Atemzug noch. Jawohl, sehr schön. Dann legst du die Arme entspannt neben den Körper und wir beginnen jetzt mit den Beckenkreisen, wie vorhin schon angekündigt. Du stellst dir vor, auf deinem Becken, zwischen Bauchnabel und Schambein ist eine Uhr aufgezeichnet. Dein Schambein ist die 12, dein rechter Hüftknochen ist die 3, dein Bauchnabel ist die 6 und der linke Hüftknochen ist die 9. Und jetzt beginnst du dein Becken im Uhrzeigersinn zu kreisen. Ich nehme einmal die Decke raus, damit ihr das besser sehen könnt. Die Knie bewegen sich mit. Der untere Rücken wird mal in die Matte geschoben, mal löst er sich von der Matte. Und wenn du Richtung 6 kippst, dann rollt sich schon mal sanft das Steißbein ein.
Wechsel die Richtung, kreis gegen den Uhrzeigersinn. Lass den Atem fließen. Knie locker, Kiefer locker, Schultern locker. Zweimal noch kreisen. Und dann bleiben wir in der Mitte und schnappen uns jetzt unseren Ball bzw. die Handtuchschnecke. Klemm den Ball zwischen die Beine. Gerne mit Kissen natürlich unterm Popo, wie ihr wisst. Und dann schiebst du die Ellenbogen und die Schultern mal schön fest in die Matte. Vor allem die Schultern. Durch die Kraft zwischen den Schulterblättern wird nämlich gleich der Beckenboden mit aufgeweckt. Das ist nämlich eine Muskelverbindung zwischen Schulterblättern und Beckenboden. Das heißt, wenn du einen Hängerücken machst, ist dein Beckenboden auch immer eher entspannt und hängt traurig nach unten. Mit einer stolzen Brust ist der Beckenboden wach. Außerdem schiebst du die Füße in den Boden. Zieh gern die Fußgewölbe ein bisschen hoch. Die Fußaußenkanten drückst du in die Matte. Die Oberschenkel gegen den Ball, Ellenbogen und Schultern in die Matte. Und dann atmest du wieder tief in den Bauch ein. Und mit dem Ausatmen beginnst du deinen Beckenboden anzuspannen. Alle Öffnungen schließen, Sitzbeinhöcker zueinander. Roll das Steißbein ein und spür, wie sich der Popo sanft abhebt. Einatmen, nach. Bei der Decke sieht man das nicht so gut, deswegen lege ich die wieder weg. Ihr dürft die gerne drunter behalten. Ausatmen, unteren Rücken einrollen, einatmen in ein sanftes, natürliches Hohlkreuz sinken. Zweimal, schieb die Füße in den Boden, klemm den Ball zwischen die Oberschenkel, schieb die Schultern in die Matte. Einatmen, sanft nachgeben, ausatmen, zieh den Beckenboden nach innen oben und den Nabel auch. Einatmen, lösen. Jawohl, sehr schön. Wenn es für dich mit den Armen in der Luft zu viel ist, darfst du die Hände gerne in den Boden strecken. Dann schiebst du aber bitte die Schultern trotzdem in die Matte, dass du viel Kraft im oberen Rücken hast. Wir schieben Füße, Hände, Ellenbogen, Schultern in die Matte. Atme ein, atme aus, aktiviere den Beckenboden, roll dein Steißbein ein, zieh den Nabel rein. Einmal noch ablegen, einatmen. Und ausatmen, einrollen, bleib hier. Halt den Beckenboden angespannt, halt den Nabel reingesaugt, klemm den Ball ein. Schieb die Schultern in die Matte und mit dem nächsten Ausatmen schiebst du dich schön hoch, hoch, hoch. Schieb die Fußsohlen in den Boden, zieh die Knie von dir weg, drück die Oberschenkel zueinander, lass den Nabel drin, lass dein Steißbein eingerollt, lass den Beckenboden hochgezogen. Halten und atmen, Schultern in die Matte, Nacken lang, Kiefer locker. Und noch einmal schön den Beckenboden festzurren, bevor du mit dem nächsten Einatmen nach unten in die Rückenlage sinkst. Nimm einmal den Ball zwischen den Beinen raus, hol die Knie zur Brust, schaukel hin und her, entspann den unteren Rücken, entspann den Beckenboden. Und dann machen wir eine kleine statische schräge Bauchmuskelübung. Wir stellen den linken Fuß auf, das rechte Bein bleibt in der Luft, linke Hand drückt gegen den rechten Oberschenkel. Und vielleicht spürst du schon, dass der untere Rücken weit wird. Drück gerne den linken Fuß mit in den Boden und spür mal, was passiert, wenn du jetzt noch den Beckenboden nach innen und oben saugst, Richtung Nabel. Den Nabel ziehst du an die Wirbelsäule und dann noch hoch bis zwischen die Schulterblätter deiner Vorstellung. Entweder du hältst den Druck, du hältst die Spannung im Beckenboden und atmest nur. Oder wenn du sagst, mit jeder Einatmung lasse ich los. Mit jedem Ausatmen spanne ich wieder an, zur dem Beckenboden fest, ist das auch in Ordnung. Bleib noch für einen Atemzug. Jawohl. Und dann wechseln wir die Seite. Linkes Bein und rechte Hand schieben fest gegeneinander, die linke Schulter ist entspannt. Drück den rechten Fuß in den Boden, saug den Beckenboden nach innen oben Richtung Nabel, Nabel an die Wirbelsäule und hoch bis zwischen die Schulterblätter. Und du drückst die Hand und das Bein fest gegeneinander. Deine Pobacken lässt du komplett los, die müssen überhaupt nicht mit anspannen. Und der Atem fließt, obwohl der Beckenboden hält, obwohl der Bauch hält. Gerne wieder deine Variante mit dem Einatmen sanft lösen, mit dem Ausatmen wieder anspannen. Oder du hältst noch für zwei Atemzüge die Spannung, atmest aber möglichst entspannt weiter. Und dann lösen wir wieder auf. Einmal noch den Ball zwischen die Beine. Gleich haben wir die Rückenlage geschafft. Schau, ob du noch mal Power hast, die Unterarme anzuwinkeln. Schieb die Füße, schieb die Ellenbogen, schieb die Schultern in die Matte. Atme tief in den Bauch ein. Und mit dem Ausatmen aktiviere deinen Beckenboden, roll dein Steißbein ein und schieb
Schieb dein Becken hoch Richtung Decke. Einatmen, bleiben, halte auch die Spannung im Beckenboden. Ausatmen, schieb dich noch mal ein bisschen weg von der Matte, Schultern in den Boden, Nacken lang, Kiefer locker. Und achte auf deinen Bauch, der ploppt nicht raus. Zieh den Nabel rein, zieh das Schambein Richtung Nabel, roll das Steißbein zwischen die Pobacken, schieb dein Becken hoch, klemm den Ball ein. Und entweder du bleibst hier noch für 2, 3 Atemzüge oder du probierst mit mir mal noch, wie es sich anfühlt, wenn du den rechten Fuß fest in den Boden schiebst und den linken ganz knapp von der Matte hebst. Und wechseln, rechten Fuß in die Matte, linken Fuß und rechten Fuß ganz bisschen anheben. Nur so weit, als würdest du eine Zeitung anheben wollen. Lass die Hüfte oben, lass den Nabel drin. Und den Beckenboden saugst du rein. Jeden Fuß noch einmal anheben, einatmen, lösen, anheben und lösen. Atme tief ein, aktiviere nochmal die ganze Körpermitte, spann alles schön an mit dem Ausatmen und einatmen, ablegen. Weg mit dem Ball, zieh die Knie zur Brust, schaukel erstmal sanft hin und her und dann roll dich auf eine Seite, öffne den oberen Arm, spüre die Weite im Brustkorb, die Länge im unteren Rücken. Und lass die Knie zur anderen Seite fallen. Der Arm darf drüben bleiben oder du öffnest ihn nochmal neu. Und dann komm noch einmal zur Mitte, zieh vielleicht die Stirn zu den Knien, ganz kleines Päckchen. Und dann rollen wir uns über eine Seite nach oben und wir kommen in den Vierfüßlerstand. Wenn ihr Knieprobleme habt, schnappt euch gerne wieder eure Decke und polstert eure Knie mit der Decke. Den Ball klemmen wir noch einmal zwischen die Oberschenkel für viel Power im Beckenboden. Und dann kommen wir auf die Unterarme. Gerne bei der Beckenbodenthematik immer auf den Unterarm den Vierfüßler machen. Ihr seht ja, dann ist das Becken der höchste Punkt. Und der Beckenboden kann mit der Schwerkraft schon von alleine nach innen und oben rutschen und hat keinen Druck. Achte darauf, dass die Ellenbogen unter den Schultern sind. Hände dürfen lang ausgestreckt sein oder Fäuste gegeneinander geschoben. Roll die Schultern zurück, zieh den Nabel an die Wirbelsäule, schieb den Scheitel nach vorne. Und roll dein Steißbein sanft zwischen die Pobacken. Der Rücken ist lang, der Bauch ist fest. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist der Beckenboden. Schieb deine Fußrücken in die Matte, klemm mit den Oberschenkeln den Ball ein und heb die Knie ein paar Millimeter von der Matte ab. Und dann senken wir sie wieder. Nochmal mit dem Ausatmen abheben. Ihr dürft die Decke immer gerne drunter lassen. Schultern locker. Und wir federn sanft hoch und runter, während wir den Ball einklemmen und den Nabel nach innen und oben saugen. Dein Blick bleibt am besten zwischen die Unterarme gerichtet, dass der Nacken lang ist. Schau mal, ob du schneller federn kannst oder langsamer. Vielleicht magst du sogar so ein bisschen hin und her schaukeln. Lass den Atem fließen, halt den Beckenboden und den Bauch angespannt. Setz die Knie ab. Gönn dir einen kleinen Katzenbuckel, schüttel nein, schüttel ja. Und dann kommen wir ein letztes Mal auf die Unterarme. Entweder du machst nochmal die gleiche Übung wie eben oder du probierst mit mir in den Unterarmstütz zu kommen. Probierst und wenn du nur für 5 Sekunden bleibst, der Unterarmstütz ist die beste Stabilisierungsübung für deinen gesamten Körper. Also schön die Ellenbogen unter die Schultern positionieren, Scheitel raus, Nabel rein, klapp diesmal die Zehen um, klemm den Ball ein und lass die Füße mit eingeklemmtem Ball nach hinten spazieren. Schieb die Fersen zurück, zieh den Scheitel vor, zieh den Nabel rein. Halten und atmen. Ganz fester Beckenboden nach innen und oben. Nabel an die Wirbelsäule und denk dir den Nabel noch hoch zwischen die Schulterblätter. Wenn es zu anstrengend wird, Knie absetzen. Aber halt die Power in den Beinen, im Bauch und im Beckenboden. Und dann Knie absetzen. Rappel dich noch einmal auf. Ball raus und kleine Entspannung. Stapel die Hände, schieb die Ellenbogen nach außen, sodass die Schultern viel Platz haben. Und leg die Stirn auf die Hände, Nacken lang und dein Brustkorb darf tief sinken, Weite im Brustkorb, Lösung im unteren Rücken. Und dann kannst du nochmal das Becken in eine Richtung kreisen und in die andere Richtung kreisen. Schönes Steißbein einrollen, langer Rücken und dann bleib noch für 2, 3 Atemzüge hängen. Genieß die Weite, die Länge im unteren Rücken und auch im Beckenboden. Wenn man den Beckenboden nämlich trainiert hat, ist es immer ganz wichtig, dass man ihn am Ende des Trainings bewusst entspannt, dass er nicht aus Versehen in eine Verspannung kommt. Bleib also noch für einen kleinen Atemzug.
Und dann schieb dich langsam nach oben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen und wünsche euch viel Spaß mit den Übungen. Tschüss!